Jojojo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Heute mache ich mal das erste Mal so ein bisschen mehr Wheelies, einfach mal zum Testen, wie sie so laufen. Ich versuche sie auch ein bisschen langsamer zu machen. Mir hat auch jemand unten in die Kommentare mal reingeschrieben, was ich an der Maschine noch verändern möchte. Grüße gehen auch raus für das Interesse und das werde ich auf jeden Fall auch nochmal in dem Video dann besprechen. Das hier ist meine altbewährte Wheelie-Strecke. Die Straße ist ja auch nass. Also ideale Bedingungen nicht natürlich, aber was will man machen, gell? Ah, Bremse muss ich auch noch ein bisschen frei bremsen. Ich schalte auf jeden Fall in Stufe 3. Okay, die Bremse. Okay, jetzt greift sie langsam. Probieren wir mal ein. Hier geht es ein bisschen bergauf, deswegen geht es leichter. Boah, Bipi fein. Ach du Heilige. Geil. Dadurch, dass das Motorrad natürlich auch so wenig wiegt, es ist super angenehm, mit der Wheelies zu machen. Im Grunde ist es auch ein super Stuntbike, weil es halt einfach so leicht ist. Was ja auch ein riesen Vorteil ist, dass ich nicht schalten muss. Schauen wir mal bergab, wie es da so funktioniert. Okay, geil. Oh mein Gott, ist das gut. Okay, ich traue mich natürlich jetzt noch nicht voll auf Anschlag zu gehen. So, ein Wheelie noch. Dann kommen wir zum ersten Punkt, was ich verändern möchte. Okay, so und der erste Punkt, den ich gerne verändern würde, wären Alu-Handguards. Da kommen für mich eigentlich nur zwei in Frage, und zwar die von KTM, diese ganz normalen Standard silbernen Alu oder die von Zeta. Ja, und die schwarzen sind zwar echt schick, aber ich glaube, ich werde trotzdem die von KTM nehmen, weil ich hatte die ja auch schon mal auf der 701 und auf der EXC damals. Hatte ich sie sonst noch wo? Weiß ich jetzt gerade nicht. So, ich fahre jetzt auch mal noch woanders hin, dass es auch nicht zu eintönig wird von den Strecken. Oh, scheiße. Okay. Ja, der zweite Punkt ist auf jeden Fall, die Blinker zu ändern. Ich habe vorne schon solche Adapter. Alter, mega geil. Ich blende euch mal kurz was ein. Im Grunde funktioniert das so, dass das an der Lichtmaske oder am Motorrad befestigt wird. Und das ist der ganz normale Blinker, der umgebaut wurde. Das geht richtig schnell, das zeige ich euch in einem separaten Video. Und dann muss man die einfach nur noch zusammenstecken und per Magnet werden die dann aneinander gehalten. Und wenn man dann einen Unfall hat oder sowas, dann fallen die einfach ab und man klipst sie einfach wieder zusammen. Die werde ich dann auf jeden Fall in einer der nächsten Videos verbauen. Ich habe extra einen schon mal ausprobiert, um zu schauen, ob das wirklich so geil ist. Jo, es ist auf jeden Fall richtig geil. Da freue ich mich schon extrem drauf. Ja, ich werde auf jeden Fall dann auch hinten nochmal eine Kennzeichenbehalterung neue dran machen, so wie bei einer Husaberg mit dem Hot-Swap-System. Ich finde das einfach so eine geniale Lösung und es ist so, es sieht optisch so cool aus. So, ich fahre jetzt hier einfach mal lang und schaue, was hier so geht. Hier bin ich noch nie lang gefahren. So und so viel mehr habe ich bis jetzt mal noch nicht vor. Mir hat zwar schon jemand runtergeschrieben, ich könnte mir ja noch meinen neuen Reifensatz holen. Oh, leck! Kriegst du nicht mehr hoch. Alter! Steckt die drinnen. Oh. Hey, auf irgendwas extrem rutschigen bin ich hier. Alter, meine komplette Lenker ist gerade drin gesteckt. Boah, das macht so Bock, hier rumzufahren, ohne dass es irgendjemanden stört. Das ist so cool. Aber ja, der Mode 3. Der ist fürs Gelände einfach zu krass. Ich muss es doch immer wieder feststellen, dass man einfach viel zu viel Leistung hat. Deswegen so eine 450er auch im Gelände zu fahren, ich check nicht, ich hatte ja selber mal eine und ich bin da ja gar nicht zurechtgekommen, weil die einfach so viel Leistung hat. Ein Kumpel von mir hat ja eine 350er, Viertakt, und die ist gerade so, wo ich sage, okay, weil alles darüber, da dreht dir der Reifen nur noch so extrem durch. Im Gelände würde ich zwar eh eher
dann, wenn ich schon auf ein Fahrzeug mit einem Verbrenner setze, dann würde ich auf jeden Fall immer auf einen Zweitakt irgendwie gehen. Da ist die irgendwie das Fahren ganz anders. Da ist der Druck nicht immer so extrem schnell da. Obwohl halt so ein Viertakter hat halt mehr, wenn man halt auch mal auf der Straße fährt oder sowas, finde ich dann den vielleicht schon wieder geiler. Obwohl ich, ja, Zweitakter bin ich noch nie auf der Straße gefahren, kann ich auch wieder nicht sagen. Fahren wir mal hier hoch und ich schalte echt mal im Mode 2, weil das hat sonst keinen Wert. Ja, schon viel besser. Alter, hier geht's ab. So cool. Hier gibt's so viele Wälder und Strecken. Und ich sogar auf den normalen Straßen hier zu fahren, macht so Bock. So, links oder rechts? Fahren wir mal links. Ich weiß jetzt selber nicht, wo es hingeht. Aber... Oho, ausprobieren. Oh, jawohl. So, probieren wir es nochmal. Jawohl. Geil. So, fahren wir mal noch hier nach links hoch. Fahren wir mal zum Auskundschaften. Ich würde mal echt gerne probieren, bei so einem bisschen größeren Baumstamm rüber zu jumpen. Aber der ist halt schon irgendwann mal Ziel. Da werde ich auf jeden Fall noch mal Gas geben, dass ich das irgendwann mal kann. Oh. Oh, diesmal nicht. Also Enduro fahren ist auf jeden Fall auch gut anstrengend. Und ich fahre hier auch schon wieder, jetzt eine halbe Stunde sicher schon rum. Habe jetzt einen Balken verloren. Also die realistische Reichweite schon so im normalen Gelände mindestens so bei 1,5 Stunden, könnte ich mir gut vorstellen. Ich war gestern hier, nicht gestern, ich war am Feiertag, an dem Donnerstag, vor 2 Wochen glaube ich, wenn das Video rauskommt. Ich war ja auch mal nochmal auf dem Acker unterwegs, wollte mal schauen, wie lange ich zurechtkomme, wie lange ich fahren kann, bevor ich nach Hause gehe. Nur ist dann wieder meine gute Batterie hinten, die zweite. Ich glaube, die muss ich einfach mal auswechseln. Deswegen habe ich mir jetzt auch eine neue gekauft. Die hat zum Glück nur 12 Euro oder so gekostet. Da kann man mal ruhig die auswechseln. Die kleine 12 Volt Batterie. Oh, echt schön hier. Ja, vielleicht habt ihr ja auch noch Vorstellungen, was ihr an dem Motorrad ändern wolltet oder würdet. Dekor finde ich eigentlich ganz stabil. Beim Kauf ist mir gar nicht aufgefallen, dass das hinterste Heck gar nicht beklebt wurde. Das ist komplett weiß. Irgendwie fand ich es zwar schon, kam es irgendwie komisch vor, aber ich habe nicht dran gedacht, dass das einfach nicht beklebt ist. Ich habe auf jeden Fall noch echt ein paar Ideen, was ich für Videos noch bringen kann. Das ist so geil. Das hatte ich noch nie, dass ich so Lust hatte, Videos oder Ideen zu finden. Ja, ich weiß gar nicht, gefällt euch das, wenn ich auch mal so ein bisschen einfach nur durch die Gegend heiz und einfach mal auch nichts sag? Oder wollt ihr schon immer eigentlich, dass ich dazu rede? Ja genau, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, würde mich mal interessieren. Mir hat ja auch schon mal jemand unten in die Kommentare reingeschrieben, dass es für bei Magiac Offroad noch irgendwie einen kompletten Satz Vollcross-Reifen oder sowas gibt, oder bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was er gesagt hat, was er geschrieben hat. Grüße gehen aber trotzdem raus. Und der hat irgendwie gemeint, dass es echt günstig noch mal einen Satz geben würde, aber ich habe leider auch kein Wuchtgerät oder wie sagt man denn das, wenn man Reifen umtut? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich auch nicht so ein Gerät und jedes Mal das dann machen lassen, ist dann auch ein bisschen umständlich. Da bräuchte ich dann fast noch mal einen zweiten Satz Felgen. Und dann würde ich es eher fast sogar so machen, dass ich auf den Satz Felgen dann Supermoto-Bereifungen drauf tue.
und auf den dann hier Vollcross. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das auch immer antun möchte, die immer umzustecken, weil ich bin da in der Hinsicht schon ein bisschen faul und würde vielleicht dann doch eher auf so eine Mischbereifung, so wie jetzt gerade drauf ist, immer wieder gehen, weil dann könnte ich halt doch auch mal trotzdem ein bisschen Wheelies üben. Und ist zwar nicht bei beiden, ist es halt nicht das Perfekte, aber ist es ein guter Kompromiss, würde ich jetzt mal behaupten. Aber könnt ihr mir ja auch gerne unten mal reinschreiben, was ihr machen würdet, ob ihr noch meinen zweiten Satz kaufen würdet oder nicht. So, Akku war leer. Muss ich gerade anhalten und ich weiß jetzt nicht genau, was alles nach oben ist. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne meinen Kanal. Das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.